Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück auf dem Mondi-Kanal. Heute zu einem neuen vampiritastischen Video im Bereich des Digimon-Franchise. Und das klingt gerade irgendwie sauprofessionell, ist es natürlich nicht. Es ist mal wieder ein Let's Talk mit mir, der lieben Mondi. Und da es nicht allzu viele Vampir-Digimon gibt, ist natürlich klar, dass es sich mal wieder um Meotismon drehen wird. Allerdings, es gab ja schon ein ausführliches Video zu seiner Ultraform und die ganzen Ereignisse in der ersten Staffel. Die zweite Staffel haben wir auch kurz angekratzt, aber leider nur oberflächlich. Und aus diesem Grund möchte ich mich diesem Video quasi ein bisschen mehr mit Malomeotismon auseinandersetzen. Denn bei genauerer Betrachtung, beziehungsweise nachdem man mal so ein bisschen drüber nachgedacht hat, da ja die ganze zweite Staffel quasi nur existiert, weil Malomeotismon überlebt hat, kann man jetzt natürlich da gewisse Vergleiche ziehen. Und in diesem Video stelle ich einfach mal die Frage in den Raum, hat Meotismons Plan überhaupt Sinn gemacht? War das zeitlich überhaupt irgendwie nachvollziehbar? Ich meine, es vergehen immerhin 3 Jahre zwischen dem Zeitpunkt, wo Meotismons Daten quasi Yukio Uikawa in Besitz nehmen, bis zum Auftakt der zweiten Staffel, quasi wo der Digimon-Kaiser aktiv wird. Und ich finde 3 Jahre ziemlich lang, vor allem für einen Oberschurken wie Meotismon. Und in diesem Video werden wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen, was hat der verdammt nochmal in den 3 Jahren gemacht? Ich glaube ja nicht, dass der Ballettstunden genommen hat. Aber fangen wir mal beim Anfang an. Und natürlich, es geht um Malomeotismon, aber natürlich werde ich auch Arokenimon, Mamimon, Yukio Uikawa und natürlich auch Ken irgendwo in die Sache mit einbeziehen, weil das ist ja irgendwo der ganze Pool, aus dem die zweite Staffel quasi wie der Phönix aus der Asche entstiegen ist. Aber wir springen zurück ins nostalgische Jahr 1999, und zwar in dem August, wo zum einen natürlich die Kinder das erste Mal in die Digi-Welt gekommen sind, das war ja glaube ich der 1. August 1999. Dann kamen sie natürlich auch am 1. August 1999 zurück in die reale Welt, weil die Zeit in der realen Welt viel langsamer vergeht als in der Digi-Welt oder andersrum, die Zeit in der Digi-Welt einfach nur extrem vorspult. Aber wie du es auch drehst und wendest, im Endeffekt beginnt und endet das Abenteuer, jedenfalls der erste Abschnitt in der Digi-Welt, am 1. August 1999. Und zu dem Zeitpunkt startet natürlich dann auch die Digimon-Invasion. Wir wissen ja Bescheid, das 8. Kind wird gesucht, es wird gefunden, Meotismon wird vernichtet, Meotismon erscheint als Venom Meotismon wieder und wird wieder vernichtet. Also er hat mittlerweile ganz schön Erfahrung darin. Und wir erfahren ja nun in der zweiten Staffel, dass danach seine Daten Yukio Uikawa in Besitz genommen haben. Einer der, muss ich sagen, verstörendsten Momente, dass tatsächlich ein Digimon seine Daten, sprich irgendwo seine, keine Ahnung, Innereien in einem Menschen ablegt und dort weiterleben kann und später daraus wieder hervorbricht. Es hat was Verstörendes und im Allgemeinen empfinde ich auch die zweite Staffel von Digimon als sehr, sehr dunkel. An manchen Stellen fragt man sich wirklich noch, ob das eine Kinderserie ist, aber wir werden in diesem Video auch öfter darauf zu sprechen kommen. Also, wie gesagt, getan, Yukio Uikawa wird in Besitz genommen vom bösen Digimon Meotismon. Warum kann das überhaupt passieren? Yukios allerbester und auch einziger Freund Hiroki Hida ist leider vor ein paar Tagen verstorben. Er war Polizist und ich denke ich mal einfach in dem Einsatz ums Leben gekommen. Hiroki, beziehungsweise ja, sein einziger Freund ist natürlich verstorben und auch in der Rückblende hat man so das Gefühl, dass Yukio und Hiroki so auch so eine brüdergleiche Beziehung zueinander hatten und dementsprechend ist es auch nachvollziehbar, dass da der gute Yukio Uikawa ja, ziemlich deprimiert darüber ist und er ist auch traurig, weil er dann sieht irgendwo, dass andere Kinder seinen Kindheitstraum leben. Er sieht, wie die 8 Digi-Ritter in den Himmel aufsteigen, um in die Digi-Welt zu reisen. Er möchte mitkommen, ist einfach nur am Weinen und dementsprechend ein schwaches und ideales Opfer für Meotismon, der halt mit ihm den Pakt schließt. Er, also Yukio Uikawa, muss sein Gewissen aus dem Herzen verbannen. Dann bringt Meotismon ihn in die Digi-Welt. Auch wenn das der gute Uikawa nicht so wirklich als Pakt wahrgenommen hat, später hat er ja selber dazu gesagt, er hat gedacht, das ist die Stimme seines Herzens. Also wenn meine Stimme meines Herzens zu mir sagen würde, verbanne dein Gewissen aus deinem Herzen, könnte man schon von ausgehen, dass
ein bisschen was im Argen liegt. Aber nun gut. Es ist passiert, Miyotesmon steckt jetzt in Uikawas Körper und ich glaube, wenn ich das noch ein paar Mal erwähne, könnte man auch ein Trinkspiel draus machen. Aber springen wir mal weiter. Ab dem Punkt, hat ja Miyotesmon selber gesagt, ist er für alles verantwortlich, was danach passiert ist. Aber was ist danach passiert? Und jetzt muss ich sagen, mein Anhaltspunkt ist wirklich die Haarlänge von Yukio Uikawa. Weil am Anfang sieht er halt noch so aus wie vorher, die kurzen Haare, gepflegter Anzug und so weiter. 3 Jahre später sind die Haare schulterlang und er sieht sehr blass um die Nase aus und allgemein, es ist kein netter Kerl mehr, jedenfalls rein optisch nicht. Und aufgrund dieser Tatsachen bin ich jetzt mal so dabei, die ganzen Ereignisse in so eine chronologische Reihenfolge zu packen. Manche Sachen konnte ich nicht einordnen, da kann ich halt nur von ausgehen. Beispielsweise, wann wurden Arokenimon und Mamimon erschaffen? Definitiv muss das recht zeitnah am Anfang passiert sein, weil in einer Rückblende sehen wir ja, wie Yukio Uikawa die beiden in die Digi-Welt schickt und dort sieht er halt noch sehr jung aus. Also quasi kurze Haare und auch, sag ich mal, sieht er noch nicht so massakriert aus. Also massakriert im Sinne von blass und dunkle Schatten unter den Augen. Ja, es ist halt nicht sonderlich angenehm, wenn ein Parasit in dir lebt. Aber ich denke mal, der nächste Schritt ist nun, nachdem Miyotesmon sich ja in Uikawa breit gemacht hat, für alle, die wirklich ein Trinkspiel draus machen wollen, Prost an dieser Stelle, ging es ja darum, Ken zu korrumpieren. Auch hier habe ich ein paar Fragen. Theoretisch wird ja erzählt, dass Yukio Uikawa und Ken sich auf dem Friedhof begegnet sind, und zwar zur Beerdigung von Kens großem Bruder Sammy. Ist jetzt die Frage, war Yukio Uikawa zufällig dort? Er zweifelhaft. War er dort, um seinen verstorbenen Freund Hiroki zu besuchen? Gehe ich auch nicht wirklich von aus, weil zu dem Zeitpunkt war Miyotesmon quasi schon in seinem Herzen drin oder in seinem Körper und ich glaube, der hat alles versucht, an positiven Gefühlen und Gedanken irgendwo zu verdrängen, weil ja jede Art von positiven Gefühlen würden ja irgendwo doch dein Gewissen stimulieren und das wäre ja für Miyotesmon hinderlich gewesen. Also bleibt nur noch die dritte Variante, dass Yukio Uikawa mit Absicht dort war. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Japan gehandelt wird. Ich glaube, in Deutschland wäre es ziemlich unüblich. Man muss dazu sagen, Yukio Uikawa und der Vater von Ken sind Arbeitskollegen. Und ich weiß jetzt nicht, ich denke, bei uns in Deutschland wäre es unüblich, wenn jetzt zum Beispiel von meiner Arbeitskollegin das Kind versterben würde, dass man mit zur Beerdigung geht. Also nicht, weil ich damit nichts zu tun haben möchte, aber ich glaube, das ist so ein privater Akt. Na klar würde man seine Trauer aussprechen, man würde auch eine Trauerkarte fertig machen, aber ich glaube nicht, dass man mit zu der Beerdigung gehen würde, weil das doch irgendwo, das gehört in den intimen Bereich der Familie, sag ich mal. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das in Japan ist. Wenn ihr da irgendwelche näheren Informationen habt oder vielleicht selber schon mal in Japan wart, schreibt mir das ganz gerne mal in die Kommentare. Interessiert mich wirklich. Vielleicht ist das ja auch da normal, dass man halt quasi in dem Fall auch seine Arbeitskollegen unterstützt und versucht, denen halt so gut es geht zu helfen, um die Trauer irgendwie doch zu überwinden. Auch wenn man den Tod eines Kindes, glaube ich, gar nicht wirklich überwinden kann. Und hier steigt dann natürlich auch die Digimon-Kaiser Arche mit ein, sag ich mal, weil Ken irgendwo der erste Plan ist, den Miyotesmon verfolgt, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, warum er das macht. Ich meine, die spätere Aussage ist ja, dass Ken gebraucht wurde, um die schwarzen Türme zu bauen und damit das Gleichgewicht in der Digi-Welt auseinanderzunehmen, also das ins Wanken zu bringen, sag ich mal. Das erklärt Uikawa zumindest auf der Brücke, bevor sie in diese Wunschwelt, nenne ich sie ganz gerne mal, reisen. Dort sagt er halt, das war der einzige Grund, weswegen Ken benutzt wurde, man brauchte die schwarzen Türme. Gut, ich frage mich, warum hätte das jetzt nicht Arokenimon und Mamimon machen können oder waren die unfähig, konnten die das nicht, hätte das zu lange gedauert, brauchte man jemand effizienteren? Und die zweite Frage an dieser Stelle, wusste Miyotesmon aka Uikawa, dass Ken die Saat der Finsternis in sich hatte, weil theoretisch hätte das niemand wissen können. Das ist zu einem Zeitpunkt passiert, wo Ken mit Rayo heißt er, glaube ich, in der Digi-Welt unterwegs war und dort haben sie gegen irgendein Digimon gekämpft und dann kam halt diese Saat daraus. Diese ist in Kens Nacken geschossen, sag ich mal, in die Haut eingedrungen und seitdem ist die da. Und hat ihn, denke ich mal, mehr beeinflusst als später diese Szene im Meer der Dunkelheit. Da kommen wir aber auch gleich dazu.
Ich denke, warum Ken so anfällig für diese ganze Manipulation durch Uikawa war, dass er selbst einen Verlust hinnehmen musste. Und dieser Verlust ist noch um einiges schlimmer als der von Uikawa. Im Gegensatz zu Uikawa, der ja doch eine sehr, sehr freundschaftliche und brüderliche Beziehung zu Hiroki hatte, hatte Ken kein gutes Verhältnis zu Sammy. Auch wenn in dieser einen Folge, wo quasi Ken später seinen Digimon-Kaiser-Komplex überwunden hat, werden ja ein paar Szenen gezeigt, zum Beispiel, wo Sammy und Ken auf dem Balkon stehen und zusammen Seifenblasen machen. Und das ist, glaube ich, wirklich so die einzige positive Erinnerung, die wir in der ganzen zweiten Staffel von Ken und Sammy sehen. Ansonsten wird Sammy als ein ziemlicher Arsch dargestellt. Kurz zu Sammy. Er ist ja eigentlich das Genie der Familie gewesen. Der ältere Bruder wurde von den Eltern immer bevorzugt, weswegen Ken aufmerksamkeitstechnisch und auch was Liebe anging viel zu kurz kam. Was bei Ken zum einen natürlich geführt hat, dass er seinen Bruder automatisch in eine Konkurrenzsituation gesetzt hat, aber eine Konkurrenzsituation, in dem er seinem eigenen Bruder ja nicht gewachsen ist. Ich meine, wie willst du als normales Kind es mit einem, in Anführungsstrichen, Genie aufnehmen, der ja viel älter, klüger ist und im Allgemeinen alles richtig zu machen scheint? Daraus resultiert auch der Frust bis hin dahingehend zum Hass auf den eigenen Bruder, auf die Familie, dass man allein gelassen wird. Und das ist schon ziemlich harter Tobak, aber auch hier setzt Digimon noch wieder eins drauf. Nicht nur, dass man sagt, okay, ich mag meinen Bruder jetzt nicht mehr, sondern es geht sogar so weit, dass sich Ken wünscht, dass sein Bruder nie existiert hätte, beziehungsweise, dass er sterben soll. Was auch hart ist, aber jetzt setzt Digimon wieder eine Schippe drauf und lässt diesen Schwur, also quasi diesen Wunsch in Erfüllung gehen, was dahingehend dazu führt, dass Ken eigentlich den totalen Zusammenbruch kriegt. Jedenfalls psychisch, seelisch würde jeder Mensch darunter zusammenbrechen. Eigentlich unter dieser Ironie, dass dieser Wunsch, den man eigentlich aus reiner Emotion heraus geäußert hat, jetzt wirklich in Erfüllung geht, dahin geht nämlich auch Schuldgefühl irgendwo mit einher. Und das mit dem alles muss sich jetzt ein kleiner Junge auseinandersetzen. Ein wirklich kleiner Junge. So, aber jetzt müssen wir sehen, zu dem Zeitpunkt ist Ken ja wirklich noch jung. Aber wo Uikawa das erste Mal Kontakt mit ihm aufnimmt, ist er schon etwas älter. Und dort sitzt er wieder am PC von Sammy, der wahrscheinlich mittlerweile sein PC ist, genauso wie Sammys Zimmer jetzt sein Zimmer ist. Und er ist älter und dort bekommt er halt eine E-Mail von Uikawa und Miotismon, die ist ziemlich, sag ich mal, merkwürdig. Es geht halt so sinngemäß darum, um den Verlust des freien Geistes quasi, dass du irgendwo in einer Welt eingesperrt bist, in die du eigentlich nicht gehört und dass es irgendwo eine viel bessere Welt gibt und in der alle Wünsche in Erfüllung gehen können. Was auch schon ein bisschen, sage ich mal, krass ist. Ich meine, das kennen wir wahrscheinlich alle irgendwo, dass es Tage gibt, da möchtest du einfach in diese Traumwelten eintauchen. Zum Beispiel, das ist auch ein Grund, warum ich gerne Videospiele spiele. Ich tauche gerne in fremde Welten ein, möchte gern ein Teil davon sein, möchte auch irgendwo ein bisschen den Wahnsinn mitnehmen, den du halt in der realen Welt nicht erleben kannst. In Videospielen kannst du halt für kurze Zeit der Held sein, der du immer sein willst, alles richtig machen, was in der realen Welt natürlich nicht funktioniert. Und was natürlich der größte Vorteil bei Videospielen ist, wenn du es wirklich mal vermasselst, kannst du einfach wieder zurückgehen, du kannst ja speichern und laden, du gehst einfach wieder zurück und kannst das, was du falsch gemacht hast, ungeschehen machen. Und das ist so ein Grund auch, warum ich Videospiele ganz gerne spiele. Aber hier wird das irgendwo ins Gegenteil verkehrt, denn hier wird die Digi-Welt als Ausweg genommen, quasi als Flucht aus der realen Welt. Und ich denke, an diesem Punkt wird es dann kritisch, wenn du nicht mehr quasi in die Videospielwelten eintauchst, um Spaß zu haben, sondern wirklich, um aus der Realität zu entfliehen, dass hier das Motiv ein ganz anderes ist. Und das ist ja auch irgendwo der Beginn des Digimon-Kaisers. Ich meine, jetzt kommen hier verschiedene Faktoren zueinander. Zum einen die Saat der Finsternis, die ja in Ken schon seit diesem kleinen Zwischenfall in der Digi-Welt in ihm steckt, aber wahrscheinlich bis dato nicht gekeimt ist oder hat schon begonnen zu keimen. Theoretisch ist das ja der perfekte Nährboden. Ich meine, wenn die Saat der Finsternis heißt und der Ken da ziemlich depressiv wird, aufgrund der Tatsache, dass sein großer Bruder verstorben ist und er irgendwo auch die Schuld in sich trägt dafür. Er hat natürlich keine Schuld an dem Unfall, ist klar, es war ein Autounfall. Und Ken stand nur daneben, er hat es auch noch gesehen, was auch noch mal ein Zacken schärfer ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man in der Situation sich schon die Schuld irgendwo dran gibt. Und wir wissen nicht, wie weit die Saat schon gekeimt ist. Sie keimt auf jeden Fall viel, viel, viel langsamer als, sag ich mal, später bei den entführten Kindern.
Und aufgrund dieser E-Mail findet ja dann Ken in seiner Schublade das Digivice. Beziehungsweise es steht ja in der E-Mail explizit drinne: öffne die Schublade, benutze das Digivice. Oder das ist ein Digivice, also quasi eigentlich eine Anleitung. Und an dieser Stelle möchte ich kurz einbringen, wie kann Uikawa-Miotis man wissen, wo exakt das Digivice liegt. Und hier kommt meine Vermutung, dass gleich nachdem Yukio Uikawa-Miotis man Ken auf dem Friedhof gesehen hat, gleichzeitig seine Handlanger erschaffen hat, nämlich Arokenimon und Mamimon, die Ken für ihn überwachen. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen, dass Ken unbemerkt quasi bespitzelt wurde. Und dass quasi eine E-Mail an ihn geschrieben werden kann, wo exakt drin steht: hier, öffne die Schublade rechts unten bei deinem Schreibtisch, da ist ein Digivice drinne, oder das Gerät ist ein Digivice, das kannst du benutzen, um in die Digi-Welt zu reisen. Tja, der Schuss geht aber nach hinten los, denn das Digivice bringt ihn nicht in die Digi-Welt, sondern zum Meer der Dunkelheit. Ist jetzt natürlich auch die Frage, war das ein Plan oder war das ein Zufall? Ich denke eher, dass hier noch irgendwo diese ganzen dunklen Energien, die in Ken gesteckt haben, zum einen vielleicht dazu geführt haben, dass er dorthin reisen kann, beziehungsweise hingereist ist. Ich glaube nicht, dass das Ken vorher wollte. Oder es war die Saat der Finsternis in ihm, die dafür gesorgt hat, dass er anstatt in die Digi-Welt zum Meer der Dunkelheit reist. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wo die Saat herkommt. Wir wissen nur, dass Dämon sehr großes Interesse daran hatte. Er behauptet sogar, dass sie ihm gehört. Ist jetzt die Frage. Dadurch, dass das aber nie wirklich geklärt worden ist, ist jetzt die Frage. Was meint ihr denn dazu? Glaubt ihr, dass Ken aufgrund der Saat der Finsternis zum Meer der Dunkelheit gereist ist oder vielleicht aus seinem emotionalen Zustand heraus, vielleicht auch aus beidem, oder dass es von Anfang an so geplant war und Yukio Uikawa mit Absicht ein Tor zum Meer der Dunkelheit geöffnet hat? Falls ja, woher weiß dann überhaupt Uikawa-Miotis man, dass dieses Meer existiert? Auf jeden Fall landet Ken nun in dem Meer der Dunkelheit, es ist alles ganz dunkel und düster und irgendwie geht er in das Wasser rein, hält sein Digivice auch rein, es hat ihm aber nie irgendeiner gesagt, er macht das einfach und daraufhin verändert sich das Digivice zu einem D3-Digivice in schwarz. Ich habe mir eigentlich immer erhofft, dass man darauf nochmal eingeht, warum Kens schwarz ist. Natürlich, er ist der Digimon-Kaiser und zum Anfang sieht es halt viel cooler aus, wenn du ein schwarzes D3-Digivice hast, was natürlich auch die anderen Digitationen verhindern kann. Das finde ich im Übrigen sehr schön. Das sieht man in einem Kampf auch relativ am Anfang, wo die Kinder den schwarzen Turm schon abgerissen haben und dann auf das Champion-Level digitieren wollen, aber allein aufgrund von Kens schwarzem Digivice wird die Digitation geblockt. Und an diesem Punkt hätte ich mir später immer noch mal mehr gewünscht, dass entweder das D3-Digivice, dass die Farbe noch mal ändert, dass das Schwarz quasi verschwindet, oder dass das noch mal aufgegriffen wird. Weil theoretisch mit so einem bösen Digivice, wie kann es dann sein, dass Wormon eine doch geradlinige, gutartige Digitationskette hinlegen kann? Das wäre zum Beispiel noch mal ein Plot-Twist gewesen, gerade wenn wir dann ins Mega-Level rutschen, wo dann Exvemon und Stingmon die DNA-Digitation zu Paildramon machen und dann auch das Ganze in die Megaform Imperialdramon geht. Und wenn da irgendwo Dämon dann gesagt hätte, hey, durch das schwarze Digivice, da steckt noch irgendwie was Böses in Wormon und kann einfach dann das Megalevel von Imperialdramon übernehmen. Das wäre ein Plot-Twist gewesen, was zumindest das schwarze Digivice mit der schwarzen Energie irgendwo aufgegriffen hätte. Aber das ist ja leider Gottes nicht passiert. Das war dann irgendwo, sobald Ken wieder gesund war, geheilt quasi, oder ganz normal Ken war, nicht mehr der Digimon-Kaiser, wurde das ja nie wieder erwähnt. Das Digivice war dann sein ganz normales Digivice, ist halt schwarz, war früher mal dazu da, um Digitation zu blocken. Jetzt ist das irgendwie weg. Warum auch immer, oder wo das auch immer hergekommen ist, man weiß es nicht. Oder ob das Digivice vielleicht nochmal selbst von Ken modifiziert worden ist, indem da irgendwie die gleichen Inkredenzien reingesetzt wurden, woraus auch die schwarzen Türme und später auch die Teufelsspiralen gebastelt wurden. Weiß man jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall ist Ken jetzt korrumpiert. Er hat jetzt diese ganz perverse Vorstellung, dass die Digi-Welt wie eine Art gigantisches Videospiel ist, in die er fliehen kann, wo er tun und lassen kann, was er will. Seine Aggression, die ganzen, sag ich mal, bösartigen Gefühle, die sich über den Tod seines Bruders aufgestaut haben, kann er jetzt in der Digi-Welt auslassen, was auch zeigt, dass er sehr brutal ist, er ist sehr grausam, er versklavt die Digimon, er lässt sie nur zum Spaß gegen ihn
also gegeneinander kämpfen. Und aber man merkt auch irgendwo, dass er nicht wirklich Freude dran hat. Klar, er lacht irgendwo immer sehr bösartig, aber es stellt ihn nicht zufrieden. Er rennt also quasi immer gegen Windmühlen, immer auf der Suche nach noch mehr Bespaßung, nenne ich es mal, weil es ist nicht wirklich Spaß, was er hat. Aber er versucht, das irgendwo zu kompensieren. Und auch hier ist der Punkt, dass wahrscheinlich Ken nicht von Anfang an so bösartig war, denn man merkt es an Wormon, dass er wohl mal anders gewesen sein muss, und ich entnehme es auch aus den Dialogen mit Wormon, dass es so ein schleichender Prozess war, weil nachdem Wormon sich auch gegen den Digimon-Kaiser stellt, quasi gegen seinen Partner, ist es ja dann so, dass er halt schon sagt, du warst mal ein liebenswürdiger, freundlicher Junge, Ken, und jetzt bist du dieses Monster geworden, also dass das schon irgendwo so ein schleichender Prozess war und dass Wormon ab einem gewissen Punkt einfach die Kontrolle verloren hat, am Anfang vielleicht gedacht hat, es ist okay, wenn Ken quasi seine ganzen negativen Gefühle irgendwo mal rauslassen kann, im Sinne von Kämpfen und so weiter und so fort, aber dann irgendwo, sag ich mal, den Schuss verpasst hat. Sag ich mal im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so ein Spruch, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, der ist allgemein bekannt. Du hast ja den Schuss nicht gehört, also quasi, dass du nicht weißt, wann Schluss ist. Und ja, was dazu führte, dass Ken quasi sehr, sehr bösartig geworden ist. Ist jetzt auch die Frage, weil theoretisch, wenn Ken wirklich so ein Genie durch die Saat der Finsternis geworden ist, und ich denke schon, dass er aktiv von Uikawa manipuliert worden ist, wahrscheinlich dann auch über E-Mails und so weiter und so fort, so wie es am Anfang auch gewesen ist, dass da Uikawa ihn in eine gewisse Richtung gelenkt hat, das wird ja leider nicht aufgeklärt, weil auch die Frage ist, Myotismon aka Uikawa brauchte ihn für die schwarzen Türme. Woher wusste Ken, dass er jetzt die bauen soll, oder hat Uikawa ihm einfach die Pläne geschickt und gesagt, hey, bau die mal auf, dann kannst du hier dein Imperium aufbauen, dann können die Digimon sich nicht mehr wehren, du kannst die versklaven, oder wie stellt ihr euch das vor, wie das abgelaufen ist? Oder hat Ken das einfach alles für sich selber entdeckt? Und auch die andere Frage ist, wenn Ken dann wirklich so ein Genie gewesen ist, hätte er da nicht erkennen müssen, dass er irgendwo manipuliert wird? Weil ja, wie gesagt, hier arbeiten mehrere Dinge aufeinander, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob Myotismon-Uikawa weiß, ob die Saat der Finsternis da vorhanden ist. Vielleicht war aber auch die Saat der Finsternis der Grund von Anfang an, warum Myotismon ihn ausgewählt hat, und dass es einfach nur ein Übersetzungsfehler in der deutschen Variante ist. Weil, das habe ich schon manchmal festgestellt, jetzt nicht unbedingt bei Digimon, aber es gibt zwischen dem japanischen Original mit englischem Untertitel und der deutschen Synchronisation können manchmal Welten dazwischen liegen. Vielleicht wird im japanischen Original auch gesagt, hey, ich habe von Anfang an gemerkt, dass du die perfekten Voraussetzungen erfüllst für meine Pläne, und oder halt der Satz, als ich dich das erste Mal sah, wusste ich sofort, dass du ein Digi-Ritter bist. Da würde die erste Variante schon irgendwo mehr Sinn ergeben. Außerdem wäre es auch in der Hinsicht logischer, dass Myotismon quasi die Macht der Dunkelheit in anderen Lebewesen wahrnimmt. Zumindest wäre es logischer, als dass Myotismon jetzt einfach so spürt, ob das ein Digi-Ritter ist oder ein normaler Mensch. Also wäre die erste Variante schon für mich logischer. Aber nun gut. Ken baut jetzt ganz lustig schwarze Türme. Jetzt kommt aber für mich wieder der Punkt, wir haben ja nun zwei Ziele, die hier gegeneinander arbeiten. Zum einen haben wir Myotismon, der zu 100% erstmal wieder einen eigenen Körper haben will, weil ich glaube, er will nicht grundsätzlich für immer ein Schmarotzer bleiben. Und zum anderen möchte er die Digi-Welt unterwerfen, er möchte die reale Welt unterwerfen und sich zu dessen König machen. Das ist ja sein Plan die ganze Zeit gewesen. Er möchte der alleinige Herrscher über diese zwei Welten sein. Vielleicht kommt auch früher oder später mal das Meer der Dunkelheit dazu. Man weiß es ja nicht, wie und wann Myotismon größenwahnsinnig wird. Und dann haben wir Uikawas Ziel auf der anderen Seite. Er möchte einfach nur in die Digi-Welt. Das heißt, Myotismon muss das, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen verpacken, weil der kann ja nicht einfach sagen, so, wir bauen jetzt die schwarzen Türme, die mir dann vielleicht irgendwann als Energie dienen, um wiedergeboren zu werden. Also muss man das Ganze halt schon so verkaufen, dass die schwarzen Türme die Digi-Welt schwächen. Aber jetzt kommt für mich der erste Punkt, wo ich es ein bisschen unlogisch finde. Weil, wie gesagt, ich an Myotismons Stelle würde zuallererst versuchen, wieder einen eigenen Körper zu bekommen, irgendwo wieder das mächtige Digimon zu werden, was ich mal war. Und durch die schwarzen Türme ist das voll und ganz nicht erreicht. Es ist auch nicht so, dass er irgendwie die Daten von anderen Digimon sammelt, um irgendwie wiedergeboren zu werden.
Also quasi, wie das dann in Tamers auch erklärt wird, dass man die Daten von anderen besiegten Digimon absorbieren kann, um stärker zu werden. Auch das wird hier nicht aufgegriffen. Also ist Meiotismon eigentlich ziemlich zufrieden damit, dass der gerade da im Uikawa rumdümpelt. Ich meine, wir wissen, dass Meiotismon ein Stratege ist. Wir wissen aber auch, dass er sehr effizient und effektiv arbeitet. Und irgendwo passt das gar nicht so zu ihm, dass, ja, dass er so lange dafür braucht. Und ich meine, jetzt kommt ja der Clou an der ganzen Geschichte. Zwischen dem Moment, wo Meiotismon Uikawa eigentlich beseelt, nenne ich es mal, auch wenn das Wort Seelen im Zusammenhang mit Meiotismon nicht wirklich passt, bis zu dem Zeitpunkt, wo Ken wirklich, sag ich mal, die Spitze seiner Digimon-Karriere erklimmt, vergehen über 3 Jahre. Und was hat Uikawa-Meiotismon in diesem Zeitraum erreicht? Er hat durch Ken schwarze Türme bauen lassen und er hat Arukenimon und Mamimon erschaffen. Mehr passiert nicht in der gesamten Zeit. Und das ist irgendwo eine Logiklücke. Und das meinte ich auch am Anfang, der wird jetzt ja keine Ballettstunden genommen haben. Weil die zweite Staffel setzt ja in dem Moment ein, wo der Digimon-Kaiser wirklich zur Bedrohung für die Digi-Welt wird. Wo auf einmal alle Digimon versklavt werden und quasi unter seine Kontrolle gebracht werden, wo die Gebiete, diese Türme aufgebaut werden, wo Digimon nicht mehr digitieren können. Und das ist ja dann der Moment, wo eigentlich Agumon den Hilferuf in die reale Welt sendet und Tai und Kari und Davis in die Digi-Welt kommen. Und damit startet ja die zweite Staffel. Also quasi die zweite Staffel. Aber dazwischen haben wir halt wirklich nur die Events. Es gibt Arukenimon, es gibt Mamimon, es gibt den Digimon-Kaiser und der baut schwarze Türme. Mehr nicht. Es wird auch nichts anderes vorbereitet. Und wenn wir jetzt in der Geschichte weitergehen, das ist jetzt ganz normal der Verlauf der zweiten Staffel. Der Digimon-Kaiser baut weiterhin seine schwarzen Türme, fängt an, gegen die Digi-Ritter zu kämpfen. Auch hier wird nicht eingegriffen. Uikawa-Meiotismon hätte ja mitbekommen müssen, dass die Digi-Ritter wieder aktiv werden und quasi versuchen, seine Pläne zu vereiteln. Auch hier reagiert er gar nicht. Es ist niemand da, der den Digimon-Kaiser unterstützt, weil Ken hätte schon theoretisch die Möglichkeit gehabt, die Digi-Ritter auszuschalten. Allein schon, weil er ihn gedanklich und strategisch und auch von dem Intelligenzquotienten her weit überlegen ist. Das merkt man zum Beispiel bei dem, wo war das denn? Das war auch eine Folge, ich glaube, wo der Digimon-Kaiser Davis so fertig macht, indem er halt die Digi-Ritter und ihre Digimon irgendwo gefangen nimmt und sie ihnen dann präsentiert und halt sagt, einer von ihnen kann überleben, aber Davis darf sich aussuchen, welcher. Und nur grob, dass ihr wisst, welche Folge das ist. Und im nachfolgenden Kampf ist halt Ken der strategische Meister, der seine Bakemon da in den Kampf zieht und die Digi-Ritter haben überhaupt keine Chance, weil er den kompletten Überblick hat. Genauso wie es dann simultan auch bei dem Fußballspiel gelaufen ist, wo Ken gegen Davis Mannschaft Fußball gespielt hat, da war es ja ähnlich. Also theoretisch hätte Ken schon das Potenzial gehabt, aber auch hier keinerlei irgendwie Impuls von Uikawa-Meiotismon, dass er Ken unterstützt oder irgendwie versucht, anderweitig die Digi-Ritter zu schwächen. Das ist irgendwo einfach nicht vorhanden. Und das ist irgendwo, das finde ich schade, das ist wieder dieses maue Storytelling. Hätte man hier schon irgendwie Arukenimon und Mamimon eingebaut, man hätte ja Uikawa noch gar nicht zeigen müssen. Aber zu sehen, dass irgendwo noch jemand hinter Ken steht, der ihn jetzt unterstützt, der es total zum Kotzen findet, dass die Digi-Ritter jetzt anfangen, gegen ihn zu arbeiten. Oder war es schon genug, sage ich mal, dass es schon genug schwarze Türme in der Digi-Welt gab und es ihnen einfach egal war, ob Ken jetzt nun besiegt wird oder nicht. Gut, ich denke mal, aber es wäre naiv anzunehmen, dass die Digi-Ritter einfach nur Ken besiegen, aber dann die schwarzen Türme stehen lassen. Also ich glaube, so blöd ist niemand. Nicht mal Arukenimon und Mamimon, auch wenn die manchmal ein bisschen dusselig sind. Aber ich muss sagen, ich mochte die beiden. Das ist irgendwo, ja, man kann das schon irgendwo vergleichen. Das ist Jesse und James in Pokémon, sind Arukenimon und Mamimon für mich. Die zwei sind so herrlich, dusselig, trottelig, aber auch irgendwo haben sie so eine gewisse Tragik auch in ihrer Rolle. Dann, wo auch Black Wargreymon dann auftaucht und dann diese Viereck-Beziehung zwischen Uikawa, eigentlich Fünfeck-Beziehung, wenn man es mal so sieht, also Meiotismon, Uikawa, dann die Erschaffung von Arukenimon und Mamimon und Arukenimon, die wiederum Black Wargreymon erschafft und irgendwo auch diese Linie dahinter und auch der Grund, warum Black Wargreymon nicht wirklich glücklich werden kann, weil er halt nirgendwo dazugehört, finde ich auch schon wieder harter Tobak, wo wir wieder dabei der Frage sind, haben wir es hier noch mit einer Kinderserie zu tun.
Aber nun gut, wir sehen Arokenimon und Mamimon nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo Ken wirklich seinem Digimon-Kaiser-Dasein abschwört. Zwischenzeitlich haben wir dann mal Bekanntschaft mit dem Wappen der Freundlichkeit gemacht. Irgendwie, das ist dann auf einmal in der Digimon-Feste und wurde die ganze Zeit dazu benutzt, um da das alles am Laufen zu halten. Und nachdem der Digimon-Kaiser besiegt worden war, kam das ja da raus und dann war irgendwie die Explosion der Digimon-Kaiser-Feste, weil das Wappen halt nicht mehr da war. Fand ich ein bisschen merkwürdig, aber okay. Da gibt's jetzt wirklich größere Logiklöcher, über die man diskutieren kann. Meine Güte, explodiert da halt mal irgendwas. Ich mag Explosionen. Außerdem gibt es Davis und Ken die Möglichkeit, sich so richtig zu versöhnen und die DNA-Digitation zu ermöglichen. Also, es hat schon irgendwo seinen Sinn gehabt. Aber jetzt kommt wieder ein Punkt, was ich nicht verstehe. Uikawa hat gesagt, die schwarzen Türme waren notwendig, um die Digi-Welt zu schwächen. Vielleicht auch die Grenzen zwischen der realen und der Digi-Welt zu schwächen. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass Myotismon, okay, seine Pläne erstmal zurückgestellt hat, so ungefähr, jetzt lass den Trottel da mal in die Digi-Welt gehen, dann sieht er, dass das auch nichts Besonderes ist und danach kann ich hier wieder ganz normal böse Dinge tun. Oder, der Gedanke kommt mir gerade so, vielleicht hatte Myotismon einfach Bammel. In der realen Welt hätte er ja als Datenmenge nicht unbedingt wiedergeboren werden können. Also hat es wahrscheinlich Myotismon darauf angelegt, mit Yukio Uikawa in die Digi-Welt zu kommen, um dort wiedergeboren zu werden. Und das würde auch Sinn ergeben, weil der Konflikt ist ja in dem Punkt, dass Uikawa, wie er selbst sagt, als unreiner Erwachsener nicht in die Digi-Welt reisen kann. Hey, in dem Punkt macht das schon wieder Sinn. Oder habe ich gerade Denkfehler? Ja, aber irgendwie, das klingt gerade irgendwie sehr einleuchtend. Also versucht er wirklich, Uikawa dahin zu bekommen. Aber warum zum Teufel fängt jetzt Arokenimon an, die schwarzen Türme, die ja notwendig sind, um die Barrieren, also quasi die Grenzen der Digi-Welt zu schwächen, in Schwarzturm-Digimon umzuwandeln und Chaos zu stiften? War das jetzt irgendwie nur Ablenkung für die Digi-Ritter? Aber warum ablenken? In dem Moment, wo ich eigentlich den Digi-Rittern einen neuen Bösewicht präsentiere, haben die ja gerade wieder einen Grund, wiederzukommen und misstrauisch zu werden und wieder einzugreifen, wenn dort böse Dinge passieren. Also ist das auch wieder irgendwo kontraproduktiv. Dann an Uikawas Stelle hätte ich jetzt irgendwo erstmal Piano Ruhe walten lassen und hätte an anderer Stelle weitergemacht. Zum Beispiel, warum nicht jetzt quasi die Kinder schon entführen? Warum oder wusste man bis dato noch nichts von der Saat der Finsternis, aber wann genau hat Uikawa das herausgefunden, /Myotismon, dass es diese Saat gab? Und warum hat man nicht versucht, wo Ken in diesem schwachen Zustand war, wo er eigentlich nur zu Hause im Bett gelegen hat, ihn dort zu entführen und dort die Saat aus ihm herauszubekommen? Das ist wieder das, was so verschleiert ist. Wann war wirklich der Punkt, wo man jetzt wusste, Ken hat die Saat der Finsternis und hat das wirklich als Option für den Plan genommen, andere Kinder damit zu infizieren? Das ist jetzt wieder wilde Spekulation. Dazu haben wir keine Info. Wir wissen nur, dass nach der ganzen Aktion, wo auf einmal die schwarzen Türme auf der ganzen Welt aufgetaucht sind und die Digi-Ritter halt um die ganze Welt reisen, um diese zu vernichten, dass der Plan zu dem Zeitpunkt schon gelaufen ist. Also können wir davon ausgehen, dass diese Türme auf der ganzen Welt nur ein riesen Ablenkungsmanöver waren. Wirklich ein gigantisches Ablenkungsmanöver. Hauptsache die Digi-Ritter sind beschäftigt, dann kann ich hier in Ruhe die Kinder einsacken, kann die mit der Saat infizieren und alles ist super. Na, zumindest, soweit sind wir ja noch nicht, die Kinder mussten erstmal entführt werden, weil man brauchte natürlich Ken und musste dann die Saat der Finsternis kopieren und dann die Setzlinge quasi bei den Kindern einpflanzen. Und irgendwie klingt das sau pervers, wenn man das so erzählt. Ich denke dann immer so an so ein Pilzgeflecht, so ein Myzel. Naja, okay. Nicht weiter drüber nachdenken, sonst kriege ich wieder Albträume. Nee, das kann ich mal einen kurzen Exkurs machen. Es gibt doch Hannibal die Serie. Ich glaube, ich habe nicht weit geschaut. Das war eine der ersten Folgen, wo man zumindest Menschen im Wald findet, denkt, die sind tot, weil ganz, ganz viele Pilze auf denen wachsen. Und dann stellt sich raus, die leben noch. Und dass dieser kranke Bastard von Killer hat den irgendwie Düngemittel ins... Also, was heißt Düngemittel? Der Mensch würde mit Düngemittel sterben, aber irgendwie so pilzfördernde Substanzen in den Körper gespritzt, dass auf den Körpern Pilze wachsen. Und das ist so eine groteske Vorstellung. Hat rein gar nichts mit Digimon zu tun, aber nur zur Erklärung, was ich gerade so für Bilder im Kopf habe. Mit einer Facecam würde man jetzt mein Gesicht sehen, aber naja. Okay, wieder zurück zu Digimon und weniger über Pilze reden. Oh, ich krieg das Bild nicht aus dem Kopf. Kopfkino kann Segen sowie auch Fluch sein. Okay.
Jetzt habe ich den Faden verloren. Wir sind bei Arukenimon, Mamimon. Okay, wir haben also den Plan. Die Kinder werden jetzt entführt. Die Digi-Ritter sind abgelenkt. Dummerweise taucht jetzt Dämon auf, nachdem man so auf der ganzen Welt rumgedümpelt ist und versucht, die eingesammelten Kinder... Nee, andersrum. Ken wird ja erst von Uikawa gezwungen, in den LKW mit einzusteigen. Daraufhin jagen dann Dämon und Konsorten hinter dem LKW hinterher. Dann schmeißen die Ken wieder raus, nachdem die Kinder halt schon infiziert sind. Dämon riecht aber Lunte und will die anderen Kinder auch mitnehmen. Und daraufhin entbrennt dann irgendwo der Kampf. Und zum Schluss landen die entführten Kinder wieder bei ihren Eltern und werden jetzt kleine Genies und brüten die Blumen aus. Verb plus Substantiv passt nicht zusammen. Auch im syntaktischen Zusammenhang. Ich brüte auch häufiger mal Pflanzen aus. Das wissen die wenigsten. Blumen schlüpfen aus Eiern und Küken. Küken musste in die Erde setzen, dass die groß werden, bis die Huhn werden. Oh, um Gottes Willen, manchmal ist echt Banane in meiner Rübe. Okay. So, die Kinder werden kleine Genies, die Saat beginnt zu keimen, um es mal botanisch korrekt auszudrücken. Und Uikawa will die halt abernten, um immer noch damit irgendwo in die Digi-Welt zu kommen, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass er das nicht brauchen dürfte, weil er hat ja nur ein Kind abgeerntet, sag ich mal, die Blume von dem ein Mädel, wo es besonders schnell gesprossen ist und danach ja von niemanden wieder. Und wo sie dann eben auf dieser Brücke stehen, um halt eigentlich in die Digi-Welt zu reisen, hat ja Uikawa schon alles unter Kontrolle, hat da seinen Laptop mit den Karten und so weiter und so fort. Und ja, nix weiter. Dann kommen sie in die Digi-Welt und erst danach wird ja aufgeklärt, dass die Saat der Finsternis dafür benötigt wird, dass Myotismon wiedergeboren werden kann. Aber dann verstehe ich nicht. Hatte Myotismon von Anfang an diesen Plan? Oder war das eher eine Notlösung? Und wenn ja, was war denn dann der originale Plan? Das ist jetzt so die Diskussion, der wir uns mal stellen müssen. Weil irgendwie finde ich das sehr gewagt, theoretisch mit den Kindern. Ich meine, wie erkläre ich das jetzt? Ich meine, es sind ja schon Menschen. Und so wie wir dann auch später, was ja dann im Endeffekt auch zu Myotismons Vernichtung führt, ist halt die positiven Gedanken der Kinder. Das heißt, theoretisch, die Digi-Ritter haben ja zuvor versucht, mit den Kindern zu reden. Und hätte nur eines der Kinder drauf angesprochen, sage ich mal, in dem Sinne, dass es halt drüber nachdenkt und ja, ich bin jetzt vielleicht ein Genie, aber vielleicht nicht unbedingt glücklich damit und einfach zugehört hätte. Weil ich denke schon, dass auch Kinder, die, sage ich mal, sind wir ehrlich, die Kinder haben alle einen Grund gehabt, die Saat der Finsternis zu wollen. Sie wollten besser in der Schule sein, sie wollten die Erwartungen der Eltern und der Lehrer erfüllen und überhaupt wollten sie vielleicht auch was Besonderes sein, sie wollten ein bisschen Ruhm ernten, eigentlich, oder besser gesagt Anerkennung, eigentlich was ja für Menschen normal ist. Und, aber irgendwo wäre es schon möglich gewesen, dass sie halt nach kurzer Zeit merken, dass das vielleicht so, vielleicht nicht das ist, was sie wollten und hätten die Kinder dann irgendwo den Digi-Rittern zugehört oder diese ganze Auseinandersetzung vorher stattgefunden, hätte Myotismons Plan ja gar nicht funktionieren können und das vergeht ja schon eine gewisse Zeit von der Entführung bis hin dann wirklich zu dieser Reise in diese Wunschwelt. Also theoretisch, ich an Myotismons Stelle hätte wahrscheinlich nicht darauf gebaut oder die Saat der Finsternis ist halt so übermächtig, dass, aber wenn die Saat der Finsternis so übermächtig wäre, dann verstehe ich nicht, warum das auf einmal gegen Ende der zweiten Staffel so einfach geht. In dem Moment, wo die Kinder eigentlich wieder an ihre Zukunftsträume glauben oder einfach nur darüber nachdenken, schwächt das ja schon Myotismon. Und damit auch die Saat, die in ihren Körpern steckt. Also irgendwo ist das so, na klar, also ich meine, das Ende hat mir jetzt schon gefallen. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, dass ich das Ende kritisieren will. Ich finde halt nur hier wieder ist die Logikbalance nicht wirklich gegeben. Ich meine, am Anfang wollten die Digi-Ritter mit den Kindern reden, da haben die nicht zugehört. Und zum Schluss sind es einfach nur die Ideen an ihre Zukunftsträume, die dafür sorgen, dass Myotismons Körper zerstört wird. Und damit zeitgleich, denke ich, auch die Saaten in ihren Körpern. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn die Kinder dann glücklich sind und Myotismons wiedergeborener Körper dann zerstört wird durch die Glücksgedanken und so weiter und so fort, sehen wir ja jetzt die schwarze Wolke, die dann auch wieder zum Digimon-Himmel dort hinaufsteigt
Und das heißt, Myotismon hätte auch das wieder überlebt. Theoretisch hätte man mit Hilfe des Digivices, beziehungsweise aller Digivices, aller Digiritter auf der ganzen Welt, nicht diese Kanone da zusammengesetzt. Und ich glaube, Megamatcha heißt diese letzte Attacke, wo halt Imperialdramon dann diese Wolke vernichtet. Und ja, zum Schluss kommt ja eigentlich dann noch dieser traurige Abschied von Uikawa, der eigentlich feststellen musste, dass sein Traum missbraucht worden ist von Myotismon, dass er eigentlich der Digi-Welt, in die er immer reisen wollte, mehr geschadet hat als alles andere und opfert irgendwo sein verbleibendes Leben. Ich bin der Meinung, dass dass Uikawa diese ganze Geschichte theoretisch hätte überleben können, aber er hat halt aus Schuldgefühlen, denke ich mal auch, er wollte das halt wieder gut machen, was er angerichtet hat, und in dem Moment ist er dann quasi in die Digi-Welt gereist. Allerdings hat halt sein Körper und seine Energien in einen Wunsch umformuliert, um quasi die Digi-Welt zu schützen. Und an diesem Punkt hätte ich eigentlich jetzt auch mal eine Idee. Und zwar, Digimon Try hat ja den Reboot angesetzt. Das heißt, dass Yukio Uikawas Tod umsonst gewesen ist, dank diesem Reboot. Das heißt, Digimon Try hat nicht nur all unsere Erwartungen, sag ich mal, in die Tonne getreten, sondern hat auch gleichzeitig den Tod von Yukio Uikawa ungeschehen gemacht, beziehungsweise vollkommen zwecklos. Dadurch, dass ja die Digi-Welt zurückgesetzt wurde, das finde ich traurig, weil irgendwo, er ist ja in dieser Wunschwelt gestorben und hat irgendwo seine Energien in Daten umgewandelt, um die Digi-Welt halt schneller regenerieren zu lassen. Aber durch den Reboot wird ja automatisch Uikawa nicht wieder lebendig. Er ist ja nach wie vor tot. Aber irgendwie wird dadurch sein Tod ziemlich sinnlos. Das finde ich ziemlich heftig. Also wieder so ein Negativpunkt eigentlich auf der Digimon-Try-Liste. Aber um mal ein Fazit zu ziehen. Ich meine, wir reden jetzt ja schon wieder knapp 42 Minuten über Myotismon/Malo-Myotismon, beziehungsweise um die Pläne, die sich komplett um die zweite Staffel da ranken. Und ich meine, gut, ich habe das jetzt ein bisschen außen vor gelassen, wie Myotismon dann wiedergeboren ist, weil das ist ja easygoing. Der hat einfach die Saat absorbiert und dann Verdauungsgymnastik betrieben und kam dann als Malo-Myotismon wieder. Zum Abschluss der Frage, ich denke, es macht nicht allzu viel Sinn. Wir haben halt viele Logiklöcher wieder in der zweiten Staffel drinne und wirklich ein fieser Oberboss-Plan ist es auch nicht. Es ist halt wieder so dieses typische Beispiel von, wir schreiben erstmal den Teil der Geschichte, jetzt ist der Digimon-Kaiser besiegt, dann schreiben wir jetzt den Teil Geschichte und versuchen, das so gut es geht, da anzudocken. Aber es ist nicht wirklich das Gefühl da, dass man die Geschichte wirklich von vorne bis hinten durchdacht hat. Also da gibt es wirklich Spiele, da wird sich Gedanken gemacht. Da wird von Anfang an werden Sachen mit aufgebaut, die werden später wieder aufgegriffen und dann so wunderbar ineinander geknüpft, dass du wirklich auch diesen Aha-Effekt hast. Und wenn du die ganze Geschichte dann nochmal guckst, siehst du von Anfang an diese kleinen versteckten Hinweise. Und so sollte in der Geschichte auch sein. Ist bei Digimon 1 leider schon nicht der Fall gewesen und bei Digimon 2, man hat sich schon verbessert, indem man halt nicht einfach nur wahllos immer wieder böse Digimon aneinandergereiht hat, sondern dass die irgendwo auch eine Verknüpfung miteinander hatten. Aber so wirklich einen Verbesserungssprung hat man noch nicht gemacht. Ich meine, bei Digimon Tamers hat man es dann, sage ich mal, wieder ein bisschen besser gemacht, obwohl Tamers auch wieder Kritikpunkte hatte. Aber ich glaube, das ist dann auch ein Thema, wenn dann für ein anderes Video. Ja, da möchte ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Dann ist es jetzt Zeit, um hier die Konklusion zu ziehen. Zum einen natürlich, hat Myotismons Plan Sinn gemacht? Nicht wirklich. Meiner Meinung nach, klar. Er wollte in die Digi-Welt mit Yukio Uikawa, weil Uikawa wollte in die Digi-Welt. Er wollte in die Digi-Welt, um wiedergeboren zu werden. Und als man dann in der Wunschwelt gelandet ist, war ihm das relativ pupsegal, weil die Kinder waren ja mit dabei mit der Saat der Finsternis. Dann gibt's natürlich noch die legendäre Diskussion über diesen Kartenfehler, weil wir wissen ja, als die Digi-Ritter in der ersten Staffel von quasi der Digi-Welt durch Myotismons Tor in die reale Welt kommen wollten, ist es ja Gomamon, die Karte, die dieses Tor geöffnet hat und auch in die richtige Richtung geführt hat. In der realen Welt hat man sich dann für Agumon entschieden und da gibt es ja massive Diskussionen darüber.
ob das jetzt richtig war, ob das jetzt falsch war, warum das nicht funktioniert hat. Die eine Theorie sagt natürlich, dadurch, dass Black Wargreymon ja das Tor im Westendviertel verschlossen hat, war kein Reinkommen mehr, sag ich mal, in die Digi-Welt. Was mich aber ein bisschen verwundert ist, man hat ja versucht, das Tor durch Steinplatten zu versiegeln. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo diese Steinplatten in der Digi-Welt herkommen. Ist das vielleicht der Ort, wo vorher Myotismons Schloss gestanden hat? Wir wissen ja, dass nachdem die Digi-Ritter in das Tor gesprungen sind, ist das Schloss ja in sich zusammengebrochen. Mitsamt dem Felsen, auf dem es stand, durch die Attacken und durch die Kämpfe der Digimon. Aber kann das sein, dass diese Steinplatten dort sind, wo früher einmal das Tor war und dementsprechend das Tor wieder zusammengesetzt wurde? Vielleicht sind diese Steinplatten auch die Überreste von diesem Tor und man hat das versucht, eigentlich zusammenzusetzen. Aber ganz im Ernst, warum versuche ich das Tor zusammenzusetzen, um es dann zu versiegeln? Das macht nicht wirklich Sinn. Und nachdem sich Black Wargreymon ja geopfert hat, sieht man dann nur so, wie seine Gestalt da auf diesen Platten erleuchtet. Und dann heißt es, hey, das Tor ist verschlossen. Das hat nie einer wirklich probiert. Also man geht jetzt einfach davon aus, dass das so funktioniert hat und gut ist. Dann die nächste Theorie besagt halt, dass Black Wargreymons Aktion völlig nutzlos war, weil theoretisch hätte die Reise in die Digi-Welt doch möglich sein müssen. Aber man hat sich halt nur für die falsche Karte entschieden. Und dementsprechend ist man in dieser Wunschwelt gelandet. Oder die letzte Theorie, dass die Karte richtig war, dass quasi jede Reise quasi eine Einbahnstraße ist. Das heißt, wenn ich von der Digi-Welt in die reale Welt will, brauche ich Gomamon. Und wenn ich zurück möchte, quasi von der realen Welt in die Digi-Welt, brauche ich quasi Agumon. Und dass das einfach nicht funktioniert hat, weil halt Black Wargreymon das Tor versiegelt hat durch die Steinplatten und durch sein Opfer und dass deswegen das Tor sich zwar geöffnet hat, aber in eine andere Welt geführt hat. Theoretisch können wir hier eigentlich stundenlang diskutieren. Im Endeffekt ändern können wir es nicht wirklich. Ich find's halt, es wäre halt schön gewesen, wenn man irgendwann nochmal die Möglichkeit gehabt hätte, mit den Autoren, die ganze Geschichte verzapft haben, mal Fragen zu stellen. Oder ich weiß gar nicht, hat das vielleicht schon mal jemand gemacht? Gibt es Interviews? Ich weiß, dass zum Beispiel die, um Gottes Willen, wie nennt man jetzt, die Autoren von Pokémon haben das des Öfteren mal gemacht und haben sich den Fragen und Antworten gestellt. Gab es das bei Digimon auch? Falls ja, könnt ihr unbedingt mal den Link mit in die Kommentare packen, wo man das nachlesen kann. Das würde mich wunderbar interessieren. Wie gesagt, ich habe vor kurzem auch herausgefunden, dass es wohl kleine CD-Dramas gibt von Digimon. Wusste ich bis dato nicht. Ich kannte nur den Roman oder beziehungsweise die Romane zu Digimon Adventure und halt diverse Fanfictions, aber die sind ja nicht Canon. Das ist ja von Fans für Fans geschrieben. Obwohl es da auch wieder ein paar gute gibt. Zum Beispiel eine ziemlich gute Salamon-Fanfiction. Also quasi wie Salamon in die Hände von Myotismon gefallen ist und dort sich als Soldat behaupten musste, bis sie ist ihr Gattung und ist ja weiblich, dann zur rechten Hand quasi von Myotismon geworden ist. Ziemlich gute Fanfiction wird wahrscheinlich nie zu Ende gebracht werden. Falls da Interesse besteht, hau ich euch den Link mal mit in die Videobeschreibung. Wie gesagt, lesen auf eigene Gefahr, da sie wahrscheinlich nie zu Ende geführt wird und ist halt auf Englisch. Aber ich denke, das Englisch ist jetzt nicht so, sag ich mal, wissenschaftlich angehaucht. Das sollte eigentlich kein Problem sein, das auch zu übersetzen. Wenn man schon einmal versucht hat, einen wissenschaftlichen englischen Text zu lesen, ist eigentlich jeder Roman eine reine Augenweide. Okay, wir sind schon bei 50 Minuten und ich merke, ich versuche ja immer noch weiter zu erzählen. Ich will nicht, dass das Video endet, aber irgendwann muss das Video einfach enden. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich bin ziemlich gespannt darauf, wie wir in den Kommentaren diskutieren, was so die Themen sind, wo ihr am meisten sagt, das hat uns am meisten interessiert oder das war eher jetzt nicht so gut. Oder vielleicht habt ihr auch ganz andere Ideen, was Myotismons Plan war. Vielleicht habe ich auch was übersehen. Wie gesagt, in 9 von 10 Fällen ist das der Fall. In jedem Fall, Dankeschön nochmal fürs Zuhören und ich freue mich darauf, mit euch unter dem nächsten Let's Talk Video zu diskutieren. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen traumhaft schönen Tag. Tschüssili!